herzlich willkommen. Pressekonferenz, 10. Spieltag Regionalliga West. Duell zweier Traditionsklubs. Endergebnis 1-0 für Alemannia Aachen. Rekordkulisse für die Fortuna in der Regionalliga. Ist vielleicht ein kleiner Trost, wenigstens 7.672 Zuschauer. Ich denke, es war auch ein Spiel, das war Werbung für Regionalliga-Fußball. Und dann erteile ich jetzt unserem Gästetrainer das Wort. Heiner Wolkers, bitte. Ja, es war schon schön, dass du spät kommst. Meine Stimme ist weg, ich bin total leer. Aber ich bin so stolz auf diese Jungs. Ich würde nichts tauschen und würde niemals diese rote Karte in der Retroperspektive aberkennen, weil genau das haben wir gebraucht. Einfach diese Mentalität zwischen den Jungs, dass jeder für den anderen rennt. Ne, das wurde vielen Spielern so ein bisschen nachgesagt, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass das schon eine Mannschaft auch ist, die wir haben hier, die sich sehr mit den Fans und dem Verein identifizieren und die einfach ein bisschen Zeit brauchen. Und solche Spiele helfen natürlich bei so einem Zusammenschluss und Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft. Und Fortuna Köln war natürlich spielerisch, ich will nicht sagen, Welten besser, aber klar besser. Und dann nach der roten Karte war es für uns, oder gelb-roten Karte war es für uns ja nur noch eine Abwehrschlacht, und haben dann tiefer verteidigt, haben das aber diszipliniert gemacht, auch in letzter Konsequenz mit dem letzten Schritt zum Ball maximal intensiv gemacht, und haben uns am Ende für diese Tüchtigkeit auch belohnt, weil Glück hat man nur, wenn man tüchtig ist, und wir waren halt richtig tüchtig, und deswegen tut das sehr, sehr gut gerade. Wir wissen aber auch, dass natürlich ganz, ganz viel Luft nach oben ist, gerade in Abläufen mit dem Ball. Da waren wir heute nicht gut, als wir noch vollzählig waren. Auch in Unterzahl hat man dann schon noch gespürt, dass wir den Einspieler weniger hatten. Währenddessen, das in den letzten Wochen nicht so war, so ehrlich müssen wir sagen, gegen FC. Aber wir haben jetzt eine Mannschaft gesehen, die mit dem Herzen gerannt ist und da vielleicht einen oder anderen konditionellen Nachteil ausgebügelt hat. Und darauf bin ich mega stolz einfach. Und was hier nach dem Spiel abging mit den Fans, das ist einfach in der Regionalliga, das ist Wahnsinn. Also ich kann mich nicht entschuldigen für das, was davor passiert hat, weil davon, glaube ich, zerrt jeder hier, wenn da die Kurve so leuchtet und so gefeiert wird, das ist einfach Gänsehaut pur. Und deswegen ist es für uns als Alemannia Aachen heute ein Stück weit ein Brustlöser für diese Saison, und so muss es jetzt weitergehen, und die Jungs haben gespürt, was möglich ist, wenn jeder hier am Limit alles gibt. Vielen Dank. Danke. Ja, war heute viel Feuer auf dem Platz, neben dem Platz. Ich denke mal, gerade aufgrund der Dominanz zweiter Halbzeit bist du sicherlich auch enttäuscht über das Ergebnis. Dein Statement bitte, Markus. Also ich will erst mal sagen, dass es ein mega Rahmen war, ein mega intensives Spiel, was auch mega Spaß gemacht hat, abgesehen von dem Ergebnis. Ich denke, dass wir direkt von Anfang an da waren. Wir haben hinten auf der letzten Linie alles weggemacht, was du wegmachen kannst. Das, was uns ausgemacht hat, wir haben die Bälle teilweise hoch gewonnen, haben relativ früh auch in Gleichzeit schon die Räume gefunden, ohne total zwingend zu werden. Wir hatten das Gefühl, dass wir sehr, sehr gut im Spiel sind, dass die Dinge sehr, sehr gut aufgegangen sind, die wir uns vorgenommen haben. Und ärgerlich, dass dann im Grunde genommen ein Zweikampf, den du hinten auf der letzten Linie mal nicht gewinnst, der führt zum Tor. Die rote Karte will ich gar nicht beurteilen. Auch das Handspiel, angebliche Handspiels, Schillack muss gesagt haben, hat den Ball klar mit der Hand gespielt. Ich habe es eben im Fernsehen nochmal gesehen. Und ich will ausdrücklich sagen, dass ich finde, dass die Schiedsrichter diese absolut intensive Partie sehr, sehr gut geleitet haben. Und ich will da auch oft nicht in deren Haut stecken, solche kniffligen Situationen und kniffligen Regelauslegungen dann in der Kürze der Zeit zu beurteilen. Fakt ist, dass wir nach der roten Karte in der ersten Halbzeit für meine Begriffe ein Tick zu ungeduldig waren. Wir wollten zu schnell die Entscheidung, das Spiel zu drehen, und haben die Angriffe nicht gut genug vorbereitet. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit getan. Ich glaube, dass wir eine Vielzahl an Chancen uns erspielt haben. Und ich gebe dem Heiner recht, dass Aachen sich das ein Stück weit verdient hat. Einfach, weil sie wirklich leidenschaftlich verteidigt haben. Und das ist das, was wir seit Anfang der Saison machen und was wir in den nächsten Wochen auch weitermachen müssen. Und dann bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir uns auch wieder für die Leistung, die wir auch heute gezeigt haben, belohnen werden. Fußball wäre nicht Fußball, wenn so ein Spiel nicht auch mal mit so einem Ergebnis enden könnte. Für uns gilt Ärmel hochkrempeln, schnell aufrichten und dann Knallgas nächste Woche hier zu Hause gegen allen. Euch guten Heimweg, alles Gute und Ihnen zusammen. Schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Christian? Ja, von allen
Woran würden Sie es denn festmachen, dass jetzt Ihre Mannschaft nicht zum Torerfolg gekommen ist? War es jetzt nur das gute Aachener Verteidigen oder was haben Sie da an Defiziten für die Mannschaft gesehen? Nein, wie immer, wir gucken natürlich auch nach uns. Ich habe den einen oder anderen Abschluss aus der zweiten Reihe gesehen, wo ich sage, mit vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, anstatt diesen unbedingten Willen, ist das vielleicht effektiver, aber da jetzt unseren Jungs einen Vorwurf machen, die haben hier alles abgerissen, die haben Aachen komplett bespielt. Also irgendwann hat es zu mir gesagt, sah zweite Halbzeit aus wie Handballspiel. Ja, wir haben die Angriffe, die Flanken vorbereitet und dass Aachen das dann leidenschaftlich gemacht hat, auch mit einer Körperlichkeit, nachher nochmal umgestellt auf drei Mann im Zentrum, um die Box noch stärker zu verteidigen. Das ist komplett legitim und unter dem Aspekt ist es dann einfach so. Es geht um die Wahrscheinlichkeit, wenn du dir weiter diese Chancen erarbeitest, wenn du weiter so beherzt nach vorne spielst, mit gleichzeitig einer vernünftigen und guten Konterabsicherung, dann ist mir nicht bange davor, dass wir auch wieder viele Spiele gewinnen. Aber das ist das, was du jede Woche abrufen musst. Und das ist das Thema. Gibt es noch weitere Fragen von Seiten der Presse? Das ist nicht der Fall. Okay. Dann wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimreise, uns allen ein schönes Wochenende und ja, bis bald. Dankeschön. Was?